Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder zwei Unboxings für euch. Nämlich einmal habe ich die Chest of Hearts für den Monat Juni mir bestellt und dann hatte ich mir eine Einzelbox der Liebesbüchse bestellt, also die Liebesbox von der Bücherbüchse. Bei der Chest of Hearts Box konnte man auch zwischen zwei Büchern aussuchen anhand des Klappentextes. Ich wusste aber schon, welches Buch drin sein wird anhand des Klappentextes, deswegen habe ich mich ganz bewusst für das eine Buch entschieden und ich würde sagen, mit der Box fangen wir jetzt auch an. Ich konnte da die Box nicht mitnehmen, deswegen habe ich schon alles in Einzelteilen hier vor mir. Als erstes haben wir eine, ich vermute mal, dass das eine Kerze ist. Chest of Hearts und Breathe steht drauf. Ja, und wenn man es umdreht, Candles, also wer schlau ist, der liest einfach. Ja, die riecht auf jeden Fall sehr frisch und auch ein bisschen süßlich. Gefällt mir ganz gut vom Geruch her und ist auch ganz hübsch, aber ich muss tatsächlich jedes Mal wieder sagen, Kerzen ist irgendwie einfach nicht mein Ding. Und jetzt muss man auch dazu sagen, die ist jetzt ja auch noch nicht mal wirklich sehr dekorativ, weil das einfach nur so ein Metalldings ist und da ist die Kerze drin und nicht mal so eine Gläschen, wie sie halt sonst oft auch haben bei der Chest of Fandoms. Deswegen gefällt mir die jetzt nicht unbedingt und die, denke ich mal, wird auch nicht bleiben. Auch wenn der Geruch mir gefällt. Dann ist ein Stift drin, ein Kugelschreiber, ein blauer und da steht drauf Pen of Positivity, also Stift der Positivität. Ist das überhaupt ein Wort, Positivität? Ja, den werde ich definitiv behalten, weil Kugelschreiber kann man nie genug haben. Und ich arbeite ja auch des Öfteren mal aus dem Homeoffice und gefühlt suche ich ständig meine Stifte, um mir mal irgendwie Notizen zu machen oder so. Deswegen kann der auf jeden Fall bleiben. Dann war ein Schokoriegel drin von Lion aus der Coconut-Reihe. Die kenne ich tatsächlich noch nicht. Ist, glaube ich, auch mit weißer Schokolade außenrum, aber ist auf jeden Fall nie verkehrt. Gerade mal ein bisschen Nervennahrung oder so. Und Lion esse ich eigentlich, glaube ich, auch. Also ich weiß nicht, ob Coconut, das muss ich testen. Ich bin ja so ein bisschen picky, was Süßigkeiten angeht. Aber ich teste es auf jeden Fall und deshalb muss der Freund den dann halt aufessen. Dann war da noch so ein kleines Büchlein drin, wo ich erst dachte, was ist das? Vielleicht irgendwie so ein Spruch mit, also so ein Buch mit irgendwelchen Sprüchen, weil hier auch steht, you are enough. Aber wenn man es dann aufklappt, sind hier so verschiedene Arten von Notizzetteln und Klebezetteln drin. Hier sind so etwas größere auf der einen Seite, dann sind hier noch so ein paar kleinere und hier sind halt zum Markieren irgendwie solche Zettel. Davon habe ich auch ganz viele, weil ich damit immer meine Bücher markiere. Bloß da habe ich sogar noch zwei zusätzliche Farben, nämlich noch zwei verschiedene Lila-Töne. Aber das sind im Endeffekt die gleichen und das ist auf jeden Fall auch gar nicht verkehrt. Dann habe ich wieder noch mal ein paar neue für meine Bücher. Und das kleine Notizset, nenne ich es jetzt einfach mal, ist an sich auch ganz handlich. Also würde ich das auf jeden Fall auch behalten. Und dann waren noch so ein paar Postkarten mit drin. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Buch zwangsläufig zu tun hat. Ich glaube, zwei haben mit dem Buch zu tun und zwei sind einfach nur so von der Chest of Hearts. Dann fangen wir mal mit denen an. Das ist eine blaue Postkarte, wo drauf steht Spread Love Everywhere. Und dann haben wir noch eine da drunter, wo einfach nur so ein paar Blümchen drauf sind. Könnte man auch verwenden, aber eigentlich nicht unbedingt jetzt was für mich. Ich schreibe nicht so oft Postkarten. Und ich glaube auch nicht, dass ich mir die hier irgendwie dekorativ hinstelle. Aber vielleicht kann der ein oder andere sowas gebrauchen. Und dann sind noch zwei drin, die mit dem Buch zu tun haben. Das ist einmal die Skyline vom Buch. Und dann haben wir einmal noch unser Pärchen, also die Protagonisten des Buches. Und dann sehe ich gerade noch einen Print und ich glaube, der hat auch nichts mit dem Buch zu tun. Also zumindest steht hier nichts. Und der ist auch so doppelseitig, also auf beiden Seiten ist sozusagen dasselbe drauf. Aber die beiden gehören, wie gesagt, zu dem Buch und ich würde sagen, dazu kommen wir dann jetzt auch, weil jetzt ist nichts anderes mehr in der Box drin gewesen. Jetzt geht's zum Buch. Und zwar ist das Buch Our Souls at Midnight von Janine Ukena. Und das ist ja ein Buch, was ich euch schon mal erwähnt hatte, was ich mir unbedingt holen möchte. Einfach, weil ich sie gerne unterstützen will, weil ich ihr schon sehr, sehr lange auf Instagram folge und sie sehr, sehr mag eigentlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich es mir natürlich in der Chest of Fandoms Box holen oder in der Chest of Hearts Box, weil es auch einen Buchschnitt bekommen hat. Und ich dachte, wenn, dann brauche ich natürlich das mit dem besonderen Buchschnitt und den zeige ich euch jetzt auch. Oben fängt der schon an und sieht einfach mega cool aus, wie ich finde. Hier ist ein, ich würde mal behaupten, Wahrzeichen drauf, was zu der Stadt gehört. Und der geht halt einmal so ringsrum, also oben, unten und in der Mitte ist halt so ein dreiseitiger Buchschnitt. Richtig, richtig schön gemacht. Und was ich auch gerade festgestellt habe, was ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass das Buch signiert ist, was mich auch sehr, sehr freut. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt auf ihr Debütbuch, auf ihren Debütroman und freue mich, dass ich den endlich lesen kann. Und vor allem hoffe ich ja auch ein bisschen, dass die Chest of Fandoms Box oder Chest of Hearts, dass sie noch den zweiten Teil auch
mit diesem Buchschnitt rausbringen oder mit einem angepassten Buchschnitt, damit ich den da auch noch haben kann und dass der halt passend ist. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, dass mir die Geschichte gefällt. Ich kann nicht mal den Klappentext vorlesen. Als die 23-jährige Aria die Möglichkeit bekommt, in Seoul Englisch zu unterrichten, fackelt die sonst so unsichere Studentin nicht lange. Zwischen England und Südkorea liegen genug Meilen, um endlich ihrem toxischen Ex-Freund zu entkommen. Bereit, den Umzug als Neustart zu sehen, kommt sie voller Hoffnung an und erlebt gleich den ersten Schock. Der Flughafen ist mit Fans überflutet, die alle auf die Stars einer gerade gelandeten K-Pop-Band warten. Als Aria in der Aufregung ihre Tasche mit allen wichtigen Dokumenten gestohlen wird, packt sie die pure Verzweiflung, bis ihr ein gut aussehender Koreaner seine Hilfe anbietet, wenn sie ihn im Gegenzug unbemerkt aus dem Flughafen schleust, vorbei an all den Fans. Wir können uns möglicherweise denken, ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt, wer wahrscheinlich dieser gut aussehende Koreaner sein wird, dass er wahrscheinlich Teil dieser Band ist. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Der zweite Band, der dann dazu rauskommt, da geht es auch ums gleiche Pärchen. Also es ist nicht so typisch New Adult, dass es in jedem Band um ein anderes Pärchen geht, sondern da wird es auch um die beiden weiterhin gehen. Deswegen bin ich erst recht gespannt, wie deren Geschichte ist. Dann kommen wir jetzt noch zur Liebesbüchse. Da habe ich den Karton noch, weil der auch ein bisschen dünner ist. Das ist nur so ein ganz kleiner Karton gewesen, deswegen hat der jetzt nicht doll gestört. Und ich weiß tatsächlich auch schon hier, welches Buch drin sein wird und habe die Box tatsächlich auch nur deswegen bestellt, weil ich das Buch auch schon gesehen hatte. Also das ist quasi nicht so, dass ich die Box vorab schon bestellt hatte, sondern ich habe die Box erst im Internet gesehen, habe dann gesehen, es gibt noch welche zu kaufen und habe sie mir dann bestellt. Also insofern ist das für mich auch keine Überraschung, was jetzt hier drin ist, aber ich freue mich einfach so über dieses Buch, weil es sieht richtig, richtig schön aus. Wirklich viel an Inhalt ist hier tatsächlich auch nicht drin. Also ich würde tatsächlich sagen, bei der Liebesbüchse geht es hauptsächlich wirklich um die Bücher und dass die im Zweifel auch irgendeine schöne Gestaltung haben, also einen besonderen Buchschnitt oder dass es sie exklusiv als Hardcover gibt, was es im normalen Handel dann eben nicht gibt. Wir haben hier nur einen kleinen Notizblock, beziehungsweise es ist tatsächlich eine Einkaufsliste, was auch so ein bisschen zum Buch passt oder zum Inhalt des Buches passt. Und ja, die ist halt so ein bisschen schön gestaltet, also mit so ein paar Blümchen drauf. Ist jetzt nicht falsch auf jeden Fall. Also ich denke nicht, dass ich es als Einkaufsliste nehmen werde, aber ich habe tatsächlich öfter mal, dass ich mir irgendwas aufschreiben werde, so ob es jetzt eine To-Do-Liste ist oder was weiß ich, irgendwas, was ich nicht vergessen will. Und da ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, weil irgendwie finde ich dann immer genau in dem Moment keinen Zettel. Dann ist eine Illustration zum Buch mit drin, die ist auch ziemlich groß. Ich hatte ehrlich gesagt irgendwie gedacht, dass die ein bisschen kleiner ist. So sieht die aus. Also ihr seht schon, wenn ich das neben meinen Kopf halte, das ist auf jeden Fall nicht klein. Also nicht so diese typischen Postkartengrößen, sondern ich würde sagen halt doppelt so groß. Und passt halt natürlich, wie gesagt, zum Buch. Also man sieht hier unsere beiden Protagonisten. Und jetzt könnt ihr vielleicht auch so ein bisschen verstehen, was ich mit der Einkaufsliste meinte. Man sieht ja, dass sie in der Küche sind und das Thema des Buches ist auch so ein bisschen was mit Restaurant und mit Kochen. Und dementsprechend passt natürlich auch die Einkaufsliste ganz gut dazu. Ich finde sie auf jeden Fall schön. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass man die beiden nur von hinten sieht und nicht irgendwie, ja, so ein bisschen auch von der Seite, wenigstens so ein bisschen vom Gesicht. Das finde ich irgendwie persönlich immer ein bisschen schöner. Aber ansonsten finde ich die sehr schön gestaltet. Und dann haben wir tatsächlich auch nur noch das Buch da drin. Viel mehr ist es tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, da ich sowieso hauptsächlich wegen des Buches bestellt habe, ist das für mich völlig in Ordnung. Und da ich das Buch auch schon gelesen habe, freue ich mich umso mehr, dass ich diese schöne Ausgabe jetzt habe. Es ist von Nina Tramontani, The Way I Break, in einer exklusiven Hardcover-Ausgabe. Also sonst gibt es das Buch ja nur als Taschenbuch zu kaufen im normalen Handel. Und in der Bücherbüchse Liebesbox war jetzt eben dann das Hardcover drin, mit natürlich einem besonderen Buchschnitt. Und der sieht richtig schön aus. So sieht er nämlich aus. So ringsrum blau mit so Blümchen. Ich finde den mega schön. Und ich finde es halt auch cool, dass das eine Hardcover-Ausgabe ist. Und sie ist signiert, was mich persönlich natürlich noch mehr freut. Also da habe ich dann spätestens gesagt, ich brauche diese Ausgabe, weil ich es irgendwie gerne insigniert gehabt oder haben wollte. Und wie gesagt, alleine der Buchschnitt, also den habe ich gesehen und dachte mir so, es kann nicht sein, dass ich dieses Buch nicht im Regal habe. Ich hatte das Buch ja als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Ich habe es auch schon gelesen. Es war für mich richtig, richtig gut. Deswegen wollte ich halt, wie gesagt, dieses Buch unbedingt haben. Mehr dazu natürlich erst im Lesemonat für den Monat Juli, weil ich es erst im Juli jetzt gelesen habe. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es noch ein paar einzelne Boxen vielleicht gibt. Falls ja, würde ich sie euch mal in der Infobox verlinken. Aber ich finde, wie gesagt, das Buch ist einfach so schön. Das musste ich haben.
Dann waren das die beiden Liebesboxen, die ich mir jetzt außer der Reihe mal geholt habe. Normalerweise bin ich da nicht so der größte Fan von. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Liebesbüchse von der Bücherbüchse, sagt man das so, ein kleines bisschen lieber ist, weil da einfach mehr Wert drauf gelegt wird, dass ein schönes Buch drin ist. Soll nicht heißen, dass es bei der Chest of Hearts nicht schön wäre. Es waren beide Bücher total schön. Aber ich kann tatsächlich nicht immer mit diesen ganzen Extras was anfangen. Und manchmal habe ich dann lieber 5 Euro weniger bezahlt, habe dann halt aber bloß ein Item drin oder im Zweifel eben bloß eine Illustration vom Buch und habe dann aber keine Kerze, die ich sowieso nicht brauche. Wisst ihr, was ich meine? Also finde ich von der Bücherbüchse tatsächlich gar nicht so schlecht, dass die vielleicht ein bisschen günstiger ist. Und im Zweifel hat man halt irgendwie einfach nur das Buch und ja die Einkaufsliste und den Print. Damit bin ich echt fein. Dann sollen sie sich lieber darauf konzentrieren, dass sie schöne Ausgaben machen. Das ist mir irgendwie lieber als, wie gesagt, noch 25 andere Sachen, die ich nicht brauche. Dann sind wir mit dem Video auch an der Stelle soweit durch. Mich würde wie immer eure Meinung zu den Boxen in den Kommentaren interessieren. Vor allem jetzt bei der Liebesbüchse. Ist das für euch auch okay, wenn ihr sagt, da ist jetzt nicht wirklich was drin? Oder seid ihr eher Team, ich möchte auch ein paar Items dazu bekommen und nicht nur das schnöde Buch, selbst wenn es ein bisschen verschönert wurde? Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und natürlich auch eure Meinung zu den beiden Büchern. Wie findet ihr die Gestaltung? Findet ihr die auch so schön wie ich? Oder sagt ihr, meh, muss jetzt nicht unbedingt sein? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und ansonsten hoffe ich natürlich auch wie immer, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!